Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem meinen Star Stable Online Pferdekauf Video. Ja, es gibt noch bis morgen oder so den Pferdebazar und deswegen schauen wir uns mal, welche Rassen dieses Mal eine Vergünstigung bekommen haben. Also, let's go! Drei Rassen, nicht wie meistens so vier, sondern nur drei. Wir haben einmal das belgische Warmblut, einer meiner Lieblingsrassen momentan. Natürlich alle Farben hier. Und dann haben wir hier das Dartmoor Pony. Das hier für 518 Starcoins und das belgische Warmblut für 549. Also der hier ist viel weniger vergünstigt worden, oder? Ich weiß nicht, wie viel es eigentlich kostet. Dann haben wir das Percheron. Auch den hier haben wir in allen Farben. Und nochmal das belgische Warmblut. Also, ich werde mir heute nur ein Pferd kaufen, auch wenn ich mir sehr wahrscheinlich viel mehr kaufen würde. Aber ja, es wird der belgische Warmblut, denn ich finde diese Rasse einfach so, 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 so hübsch. Und meine zwei Favoriten sind momentan den hier und der Apfelschimmel. Aber da ich wirklich fast keine Apfelschimmel habe, kaufe ich mir den hier. Nee, ich glaube, es wird eine die. Ich weiß es nicht. Und wir schauen uns natürlich die Mähnen an. Wir haben einmal Zöpfchen mit normalen Schweif. Sehr, sehr schön. Halt turniermäßig. Dann haben wir die kleinen Zöpfe, also die kurzen Zöpfchen. Dann nochmal verknotete Knöpfchen und eine ganz kurze Mähne und eine kleine Stehmähne. Die habe ich auf einen anderen belgischen Warmblut. Ich glaube, Baygazer, mein Clubpferd. Aber ja gut, ich würde aber für die ganz normale gehen, weil auf diese Farbe finde ich, dass es schon etwas schöner ist, so mit einer sportlichen Mähne. Also würde ich mal sagen, das wird direkt zur Personalisierung gehen. Und zwar soll es ein erwachsenes Pferd, oder nee, ein Jungpferd, weil es ist noch nicht ausgeschimmelt und es soll eine Stute sein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder im Stall für die Animationen und für den Namen-Reveal, weil das wird jetzt sehr wahrscheinlich eine Weile dauern. Also, bis gleich. Hier wären wir im Stall angekommen und das ist die kleine Sapphire Feather und ich finde sie einfach voll süß, voll knuffig. Oh, ist so süß. Und wir schauen uns natürlich die Animationen an. Füttern, tränken, bürsten und Hufe auskratzen. Oh, je, wie knuffig. Tänzelt sie jetzt jedes Mal? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie knuffig. Ich aber bitte nicht deinen Huf wegreißen, während ich putze. Oh, wie süß. Oh, knuffig. Voll, voll knuffig. Dann will ich mal sagen, dass ich ihr einfach eine Trense auflege. Und sie kann ich nicht führen. Aber wir schauen uns einfach mal den ersten Level Up gemeinsam an. Und ja, ich suche mir jetzt ein wunderschönes Outfit für die kleine Maus aus. Und ja, mal gucken. Sie sieht aus wie ein extrem langes Pferd aus.
Aber ich find sie cute. Ich mag diese Farbe. Süß, süß. Okay. Mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut. Bye!